So, diesen Fall hätten wir gelöst. Wo ist das Mädchen? Hör zu, du kannst deine Leiche nicht im Gebäude finden, weil sie nicht hier ist. Du musst zum Smithwick-Steinbruch, ungefähr 8 Kilometer von hier. Oh, warum haben sie es getan? Deine Partys haben sie nachts wach gehalten. Der Schlafmangel hat sie durchdrehen lassen. Ich habe sie bloß für verbittert gehalten. Ich hätte nie gedacht, dass sie das tun würden. Oh, danke für ihre Hilfe. Es ist so eine Erleichterung, Bescheid zu wissen. Kein Problem. Wissen Sie, ich mochte Cops nie besonders. Sie haben mir immer erzählt, wie ich mein Leben versaue. Die haben mich einfach nicht verstanden. Aber Sie haben sich wirklich für mich eingesetzt. Ich hätte wahrscheinlich auf Ihre Ratschläge hören sollen. Vielleicht wären die Dinge dann anders gelaufen. Nochmals danke. Zack, war sie weg. Errungenschaft freigeschaltet, die fehlende Leiche. Ah, immerhin gut. So. Was haben auch diese Dinge auf dem Boden zu bedeuten? Ah ja, guck mal, hier steht ein Boiler. So. Hat ihn jetzt eingesammelt? Achso. Noch 4 mehr zum Aufdecken der Geschichte. Schon wieder diese Zeichen. Komm eigentlich näher. Wir müssen die Treppe hoch. Okay, jetzt mal. Zurückgekommen. War ich das? Hey, hey! Komm zurück! Die sind nicht für dich. Klasse. Sieht nach einer Art Code oder sowas aus. Naja, ich gehe mal lieber nach oben, bevor die Polizei die Beweise wegschafft. Irgendwas hier machen? Oder wir gehen einfach mal durch die Tür. Zack. Vielleicht bekommt sie zu viel Zucker. Das hält Kinder wach nicht. Nur ein einziges Mal will ich mit einem Erwachsenen ohne Unterbrechung telefonieren. Ach so, okay, der Fernseher bedeutet nicht, die leuchtet einfach so. Mama? Liegt das Kind zufällig hier im Bett? Was nochmal? Warum stehst du in einem Schrank? Erschreckst du gern Kinder? Hey, macht es Spaß, Kinder zu erschrecken? Wegen der Kleinen habe ich alles verloren. Es sollte ein einfacher Job sein, leicht verdientes Geld. Was meinst du? Sie ist nur ein Kind. Spielt keine Rolle. Ihr Vater schuldete den falschen Leuten zu viel Geld. Sie war nur eine Rückversicherung. Und da kommst du ins Spiel? Hab sie einfach so einkassiert. Nachdem alles vorbei war, hätte ich sie gehen lassen. Ich vermute, es war nicht so einfach. Mag sein. Aber sie schuldet mir was. Und ich gehe nicht, bis die Schuld beglichen ist. Lass gut sein. Könnte eine Weile dauern. Keine Sorge. Ich kann warten. Ich habe nichts außer Zeit, mein Freund. Kann man den irgendwie vertreiben? Diese sonst so verschlafene historische Stadt wurde zuletzt von einer... Vielleicht bekommt sie zu viel Zucker. Nee, da steht jemand im Schrank. Kann man die Mädchen irgendwie helfen?
Gut, wir haben noch keine Kräfte. Monica Chase für WDJA live aus Salem. Wir bringen die Wahrheit. Achso, hier war das. Okay, gehen wir einfach mal durch die Tür. Okay, Jungs. Ah, hier. So, haben wir noch einen Boiler gefunden? Da liegst du richtig, Kumpel. Daran solltest du denken, wenn du dir deine traurige Bilanz anguckst. Nun, es gibt immer ein gewisses Zufallselement. Vielleicht bringt uns Hartex bei. Dann könnte ich euch ja nicht mehr. So, was haben wir hier? Ist nichts. Da sitzt jemand auf dem Dings. Was hat das eigentlich zu bedeuten? Arbeiten, weißt du. Ich will sie gewinnen lassen, aber das wird sie sowieso. Ich weiß nie, ob sie mich mag oder einfach nur nett ist. Arme Kerl. Ich erinnere mich, dass ich Poker mal für ein Glücksspiel hielt. Himmel, diese Jungs sind leicht auszunehmen. Ein paar gute Karten könnten nicht schaden. Ziemlich gut, Everine. Sind das zwei Könige und in der Dame? Ja, ne? Cool bleiben, Junge. Mit dem nächsten Blatt machst du sie fertig. Also hat er ein Paar. Noch in der Hand verfaulen. Was hatten die? Zwei? Zwei Zweien? Wartest du, dass sich deine Zweien in Könige verwandeln? Die hat auch nur ein Paar. Was hat denn der? Spiel endlich deine Karten. Warte mal. Junge, was hast du für Karten? Ah, oh, guck mal, der hat ein Full House. Ein Dreier und ein Paar. Euch beschwert, desto länger, Junge, du gewinnst. Ich euch warten. So. Ach, da steht wieder der Typ. Wie kriegt man den hier weg? Ich habe nichts außer Zeit, mein Freund. Wenn Dämonen dich wahrnehmen, jagen sie dich und zerstören deine Seele. Die Rückstände von Geisterseelen verbergen deine Präsenz vor Dämonen. Du kannst dich zwischen Objekten zum Verstecken hin und her bewegen, um Dämonen auszuweichen. Wenn Dämonen dich eine Weile nicht finden können, geben sie die Suche auf und verschwinden. Halte RB gedrückt, um Dämonen durch. Wenn dich das sehen, nähere dich dein Dämonen stets vorsichtig. Einem Dämonen. Diese sonst so verschlafene historische Stadt wurde zuletzt von einer Welle der Gewalt heimgesucht. Erst vor ein paar Tagen ist ein junges Mädchen. Klar. Ist der Typ jetzt weg aus dem Schrank? Ja. Du musst dich von hinten an einen Dämon anschleichen, um ihn zu vernichten. Halte RT, um zu versuchen, ihn zu vernichten. Okay. Alles klar. Das muss man auch noch aufpassen, ja. Ah,
gut, warte, speichern. So, jetzt sind wir hier. Okay. Können wir da mal in die Wohnung gehen, hä? Poltergeist. Komm, wir probieren's. Ich muss die irgendwie vernichten. Was haben wir hier? Nichts, ne? Achso, man kann das nur benutzen, wenn die Fernseher ab, wenn die aus sind. Sieht er uns auch durch Wände? Irgendwas zum Verstecken. Switch, 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 Switch. Junge, da kommt ein Dämon. Switch. Das ist der schlimmste Geburtstag aller Zeiten. Was meinst du? Wir haben hier den Fernseher. Was willst du mehr? Keine Ahnung. Eine Party vielleicht. Also ich kann die eben auch durch die Wände sehen. Nach Boston alles klar. Fahren. Nach Boston fahren? Wir müssen den irgendwie vernichten. Das Problem sind ja zwei. Das ist unsere Chance. Hallo? Oh, hat das jetzt nicht funktioniert? Switch, 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 Switch. Hallo? Saß oder was? Irgendwas auf dem Bett. Wo hat denn das jetzt nicht funktioniert? Warte mal, hier saß irgendwas auf dem Bett. Hier? Ein blindes Mädchen. Warum funktioniert das nicht? Was soll der doch? Ja, Fischer. Wir probieren es nochmal. Ah, komm raus. So, den hätten wir weg. Lillian und Lillian. Wenn Roland Lillian sagt, weiß ich nie, ob er von seiner Mutter oder seiner Waffe spricht. Das Ganze wird noch dadurch kompliziert, dass die Waffe ein Geschenk seiner Mutter war und er sie nach ihr benannte. Normale Paare haben solche Probleme nicht. Steht gerne auf den anderen Dämon irgendwie beseitigen, bevor wir irgendwie quatschen. Das ist unsere Möglichkeit. Zack! Weg war er. So, hier ist noch ein Boiler. Noch zwei. Hey! Du
bist es. Du bist berühmt. Zieh dir das in die Glotze rein. Passt schon. Danke. Okay. Für mich wäre es okay, wenn wir einfach einen Film gucken würden. Meine Party heißt nicht, dass ich alles allein machen muss. Warum muss man immer rausgehen, um Abenteuer zu erleben? Was ist der Sinn einer Party, wenn man sie planen muss? Dann wäre es ja Arbeit. Entschuldigung. Die ist aber gruselig, die schläft mit offenen Ohren. Die ist ja gruselig. Was haben wir denn? Warum hast du das getan? Scheiße. Warum hast du das getan, Kleiner? Die Stimmen. Diese verfluchten Stimmen. Ich hatte Angst und war allein. Ich wollte bloß, dass sie aufhören. Warum hast du niemanden um Hilfe gebeten? Einen Arzt oder einen Freund oder so? Niemand hat zugehört. Niemand hat mich ernst genommen. Nur so konnte ich sie zum Schweigen bringen. Da war so viel Lärm. Aber jetzt ist es still. Endlich still. Tut mir leid, so hätte es nicht enden dürfen. Nochmal mit dem Quatschen. Sch, hören Sie das? Stille. Also war das doch Sohn. Ich muss mal kurz anders hinsetzen. Okay. Wir bräuchten noch ein paar Boiler. Hier war gerade irgendwas. Was hat das mit den kleinen Dingern zu tun? Also jetzt keiner mehr. Steht hier vielleicht noch irgendwie? Ne. Okay. Dann gehen wir noch höher. Okay Leute, ich muss Sie bitten, Abstand vom Tatort zu halten. Was ist hier passiert? Ich fürchte, die Untersuchung läuft noch. Der Typ wurde aus dem Fenster geworfen. Das wissen wir noch nicht. Aus dem Fenster geworfen? Von wem? Ja, wer war's? Tut mir leid. Wie gesagt, die Untersuchung läuft noch. Sind wir hier noch sicher? Ist das Gebäude sicher? Der Täter ist nicht mehr hier, falls Sie das meinen. Warum fällt mir keine originelle Frage ein? Warum antwortet er Jill nicht? Sie stellt wichtige Fragen. Ich möchte jetzt nicht allein draußen sein. Ich sollte bei diesen Leuten bleiben, wenn ich gehe. Gott, warum erzählen sie uns nichts? Was fürchten sie? Dass wir Angst vor Mörder bekommen? Die haben wir längst. Klingt uns doch nicht mehr so sicher. Das hier ist keine Party. Es soll ein Mord aufgeklärt werden. Warum will jeder die ekligen Details wissen? Scott sollte sich mal entspannen. Mann, sag ihnen einfach, was los ist. Sie finden es eh bald raus. Was haben wir? Ja, schon wieder. Was hat das zu bedeuten? Noch ein Boiler. Dann hätten wir nasses Grab fertig. Hey, Broyles! Hast du das Mädchen gesehen, das hier wohnt? Wenn sie auftaucht, sag mir sofort Bescheid. Verstanden? Baxter sucht das Mädchen. Baxter hat sich nach einer der vermissten Mieterinnen verkundigt.
Geschenk meiner Mom. Ich frage mich, was der Mörder hier überhaupt wollte. Was habe ich übersehen? Jetzt mal eine ernsthafte Frage. Wieso kann er eine Zigarette halten? Und warum kann er die Waffen aufheben, wenn er trotzdem eine Zigarette im Mund nehmen kann und halten? Das ist eigentlich ein ganz normaler Gegenstand. Ich suche kurz nach dem Boiler. Ha! Hier ist was. Treffen mit Ronans Eltern. Normal sind es die Verlobten, die nervös wegen dem Treffen mit den Eltern des Auserkorenen sind. Aber ich freute mich darauf und Ronans Eltern waren aufgeregt. Sie strauchelten, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ronans Dad fuchtelte die ganze Zeit mit seinen Händen herum, als versuche er seine plumpe Natur zu unterdrücken. Es war süß und Lillian ist ein Rotdiamant, so ein gutes Herz. Ich hoffe, sie verstehen, wie sehr ich sie mag. Okay. Ah, guck mal hier. Ansehen. Ein. Gepackte Koffer. Wenn jemand für die Abreise gepackt hat, warum sollte sie das zurücklassen? Geheimnisvolle Zeichnungen. Arbeitet die Mieterin mit Kindern? Die scheinen psychologische Skizzen zu sein. Okay. Hier haben wir ein Bad. Boah, guck mal hier. Abgeschlossen. Nasses Grab. Eine Reihe mysteriöser Erinnerungen gesammelt. Flashback abrufen. Ich erinnere mich noch immer an die Anzeige für die Regal Apartments in der Zeitung. Viele sahen in ihnen nur schäbige, heruntergekommene Löcher. Aber ich sah einen Ort mit Geschichte und Charakter. Ein Ort voller künstlerischer Inspiration. Bald war ich offizieller Mieter von Apartment 3A. Im Rückblick wünschte ich wäre dort nie eingezogen. Meine neue Wohnung hatte mehr Charakter als erwartet. Die Teppiche waren merkwürdig feucht, die Rohre rostig und ich konnte den Mieter unter mir hören, der gegen die Wände schlug und lauthals schrie. Sicher, es gab noch andere Probleme, aber mit denen konnte ich leben. Womit ich nicht leben konnte, war Duschen mit braunem Wasser. Mysteriöse, undichte Stellen, die den Teppich schimmeln ließen und dem nervigen Nachbarn. Ich rief den Klempner. Der ankam, als ich gerade ein Wörtchen mit dem Typen unter mir reden wollte. Als ich ihm die nassen Stellen auf dem Teppich zeigte, kratzte er sich am Kopf und erklärte, nichts leckte und der Grund sei vermutlich, dass ich etwas verschüttet hätte, ohne es zu merken. Hielt der Typ mich für dämlich? Ich hatte nichts verschüttet. Er entschuldigte sich, zuckte mit den Schultern und meinte, ohne Leck gäbe es nichts, was er tun könnte. Er machte mit der Dusche weiter. Zum Glück hatte das Wasser kein Problem damit, braun zu werden. Er dachte, es könnte am rostigen Boiler liegen und ging, um ihn sich anzusehen. Ich nutzte die Gelegenheit, um mich um den Mieter unter mir zu kümmern. Ich klopfte, aber niemand antwortete. Die lauteste Wohnung des ganzen Hauses war völlig still. Ich versuchte, die Tür zu öffnen und rechnete damit, dass sie verschlossen war, aber sie ging einfach auf. Der Raum war leer und die unheimliche Stille wurde von langsamen, feuchten Schrittgeräuschen unterbrochen. Ich sah noch immer niemanden, doch zu meinem Entsetzen erschienen auf dem Boden nasse Fußabdrücke, die auf mich zukamen. In diesem Moment hörte ich den Klempner aus dem Boilerraum unten schreien. Als ich unten ankam, war der Klempner fort, aber er hatte den Grund für das braune Wasser gefunden. In dem alten Boiler fand sich eine aufgeblähte, verfaulende Leiche, deren weit aufgerissene Augen mich vergeblich flehend anstarrten. Die Polizei ermittelt noch in dem Mord und der Vermieter hat versprochen, den Boilerraum zu renovieren. 3A ist wieder zu haben. Ich bezweifle, dass ich mich je wieder sauber fühlen werde. Oh, ist das eklig. Oh.
bisschen Rost kann ich ja verstehen. Damals in der Schule, die Wasserhähne, aber musste man ja auch immer vorher Hormüden aufdrehen, dass das die alten Rohre den Rost rausbringen, rausdrücken. Keine Ahnung, wie das jetzt heutzutage in der Schule ist, ob das auch noch so ist. Aber damals war das so. Wo hast du das Wasserhahn das erste Mal aufgedreht frühst und da kam braune Brühe raus. Was haben wir hier? Bitte beachten. Das ist dieselbe Cassandra Foster, die gelegentlich als beratendes Medium mit der Polizei Salems gearbeitet hat. Okay. So, was haben wir hier? Ich weiß nicht, wie das noch enden soll. Der Mörder ist der Polizei ein Rätsel und ein lauernder Schatten in meinem Leben. Wenn ich Joy nur irgendwie schützen könnte, ich würde alles tun. Sie sogar wegstoßen, solange sie dann sicher ist. Cassandras Hauptsorge ist die Sicherheit ihrer Tochter. Okay. Ich sage erstmal Tschö mit Ö.